dann. Komm, Männer, komm, 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 hey! Auf geht's, Männer! Auf geht's! Ja, you
Erstmal Glückwunsch zum Sieg heute. Vorne drei Dinger gemacht, hinten kein kassiert. Nimm uns mal mit, dein Fazit zum Spiel. Wir haben versucht, alles zu geben. Wir haben versucht, an das Testspiel von letzter Woche anzuknüpfen und das ist uns gelungen. Und in der ersten Halbzeit haben wir versucht, so gut es geht zu pressen, keinen großen Spielraum für Schalke dazulassen und ist uns gelungen. Und diesmal konnten wir uns auch mit Toren belohnen. Du hast das Testspiel angesprochen, du hast nicht nur gegen Straßburg getroffen, auch heute deinen ersten Pflichtspieltreffer für den KSC erzielt. Wie hat sich das angefühlt? Ja, es war ein überragendes Gefühl. Also in diesem Stadion beim KSC so ein Tor zu schießen, ist schon was ganz, ganz Großes. Vor allem für mich. Ich habe sehr, sehr lange kein Pflichtspiel-Tor mehr geschossen und umso mehr freut mich das. Und umso mehr Selbstvertrauen habe ich jetzt durch dieses Tor und durch dieses ganze Spiel bekommen. Und wie gesagt, jetzt gilt es, den ganzen Schwung mitzunehmen ins nächste Spiel. Trotz Formkrise ist Schalke auf dem Papier kein einfacher Gegner. Wie viel Schwung müsst ihr jetzt mitnehmen aus diesem Spiel, um den nächsten Gegner Pauli eben auch die Stirn bieten zu können? Ja, Schalke ist ein großer Name. Die haben schon vieles in ihrer Geschichte erreicht. Aber wie gesagt, wir haben uns heute nur auf uns konzentriert. Wir haben den Gegner analysiert und einfach unser Bestes gegeben. Und jetzt nächste Woche gegen meinen Ex-Club freue ich mich. Ist ein besonderes Spiel für mich. Die sind natürlich auch sehr, sehr gut drauf. Da gilt es jetzt ab morgen, übermorgen schon wieder fokussiert auf dieses Spiel ranzugehen und unser Bestes zu geben. Wird dort mit der Mannschaft noch gefeiert oder lasst ihr den Abend eher ruhig ausklingen? Ja, ich bin gespannt. Es ist mein erster Sieg, wo ich in der Startelf bin. Da bin ich gespannt, was hier so für Rituale stattfinden. Ich denke mal, auch für mein erstes Tor muss ich bestimmt auch was ausgeben. Deswegen, ich bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall offen für alles.